Hallihallo, liebe Freunde da draußen, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play Terranigma. Das letzte Mal haben wir gesehen, dass sich Liberita weiterentwickelt hat. Und ich würde mal sagen, heute gucken wir uns mal erstmal die Stadt hier an und dann versuche ich nochmal die letzte Städteentwicklung hier zu vollbringen. Zu den letzten Städte. Ich versuche den letzten Städten noch zu helfen. So, was sagst du denn hier? Ich liebe Fernsehen. Fernsehen macht Spaß. Okay, ihr Kinder seid alle fernsehgeschädigt. Ist Perry nicht bei dir? Er sagte, mit dir sei es sehr lustig und er wollte dir folgen. Und ich hab schon wieder ein Haar in der Fresse. Moment. Warum trage ich eigentlich hier bei der Aufnahme keinen Haarband? Ich weiß es nicht. Ja, ich habe lange Haare und... Jetzt kippt mir schon wieder eins in der Fresse. Moment. So, jetzt muss es gehen. Nachdem Will das Flugzeug baute, waren alle Leute zu freundlich zu uns. Erwachsene sind manchmal ziemlich komisch. Ja, das stimmt wohl sehr. Will gab uns eine Menge Bücher. Ich werde alle lesen und dann ein Flugzeug bauen. Jo, das wirst du bestimmt. Ich vertraue dir da mal. Das schaffst du bestimmt. Schau, wie drin ich springen kann. Okay, und du, Wenn ich groß bin, werde ich so berühmt wie Perry. Okay, ihr Kinder, ihr könnt super springen. Ihr seid echt knorki, Missimo, wo du sagst. Es ist seltsam, aber je größer die Stadt, desto mehr eigene Kinder. Wir werden zwar immer reicher, aber leider nicht zufriedener. Ach was, hier im Kinderheim sind alle Kinder zufrieden und glücklich und ihr seid alle cool bestimmt. So, und du sagst, alle Kinder sind bezaubernd und auf ihre Art sehr anständig. Okay, ich finde es super, dass es keine Rotzplagen sind. Oh, John, hi. Nee, du bist nicht John, aber du arbeitest für John. Er erforscht nicht nur Elektrizität, sondern auch andere Dinge. Wir helfen ihm bei seinen Studien. Okay, mach das mal. John ist im ersten Stock. Er muss wohl wegen seiner Experimente sehr müde sein. Okay, dann besuchen wir mal unseren alten Homie John. Hi John, na was geht? Ich bin beunruhigt darüber, wie die Elektrizität das Leben verändert. Vielleicht stiehlt sie die Güte der Menschen wie der Kerze das Licht. Vielleicht irre ich mich ja auch, hoffe ich. Ach, weißt du was, John? Elektrizität ist was Gutes. Du hast was Gutes getan, du hast damit vielen Menschen geholfen. Und, du sollst dir keinen Kopf drum machen. Aufgrund seines Erfolges sind viele Künstler gekommen. Wird zum Erfolg gehören, Fleiß und harte Arbeit. Okay. Gut. Hi, Sam! Rede mal mit Telefonordner, ich bin ein glücklicher Mensch. Das Telefon wird das Leben der Menschen grundlegend verändern. So, pass mal auf, gleich wird hier so ein Automaten rufen von wegen, ja, wir machen Werbung für das und das. Gibt's sowas eigentlich überhaupt noch? Ich glaube nicht mehr, ne? Das war so Ende der 90er, Anfang der 2000er Jahre so, wenn ich mal so war, ne? Der Fortschritt kennt keine Grenzen, das macht mir Angst. Warum macht mir das Angst? Außerdem, irgendwann wird alles erfunden sein, oder? Ach, wer weiß. Die Nachfrage nach Telefon steigt von Stunde zu Stunde. Die rufen hier bei uns an und wir wollen noch mehr Telefone haben. Telefon und Elektrizität verbinden Menschen weltweit. Yo, das tun sie. Ach, guck mal, hier, Leute. Das sind doch so Wählscheibentelefone. Ach, cool. Ach, übrigens, Leute. Moment, wir reden erstmal gerade mit der einen hier. Hallo, Sam hat mir einiges über dich erzählt. Wie bitte? Hat er dir nichts darüber erzählt? Ich bin Sams Freundin. Wir sehen uns nicht oft, doch das Telefon verbindet uns. Danke. Wir sind... Ah, ich verstehe. Ihr seid jetzt zusammen. Das ist schön für Sam. Hi, Sam. Ja, hab gehört, du hast dir eine richtige Freundin jetzt geholt. Nicht nur, wo deine blöde Amanda-Tuse da wegkommt. Sehr schön. So, und das ist übrigens hier, ja, muss ich gerade mal sagen, ist nicht die erste Aufnahme, die ich mache. Es ist die zweite, ja. Irgendwie ist mir die erste Aufnahme irgendwie total flöten gegangen. Und, ja. So wirklich, ist da auch nichts mehr passiert. Also, es ist keine große Tragik, dass die erste Folge, der erste Aufnahmeversuch flöten gegangen ist. Ja, deswegen. Weiß ich schon, was so diese Folge ungefähr, wo ich hingehen muss, diese Folge. So, du sagst. Hallo, ich jobbe hier, um mehr beim Motortrain zu lernen, aber das Leben ist sehr kompliziert. Okay, bei den drei Mädels war ich ab die drei habe ich jetzt nicht beangesprochen, weil die bestimmt eh nur wieder das gleiche sagen wie sonst auch, aber egal. Wir haben viele Glück gemacht, auch ich bin deswegen hier. Mein Traum ist eines Tages ein eigenes Restaurant zu besitzen. Lebe dein Traum, träume nicht dein Leben.
habe ich nicht mehr verlassen, schon sehr lange, aber das reicht. Ich werde das Leid unterhebte und vorderste zu begehen. Yo. Kann ich verstehen. So. was haben wir hier unten? Hier bin ich einfach nur vorbeigelaufen. Das bleibt schon nur noch fertig und macht keine Finger mehr krumm. Dann müssen wir einfach mal ein ernstes Wort mit deiner Frau sprechen. Hallo? Obwohl ich selten das Haus erlasse, bin ich bestens informiert. Ach so, du guckst in Nachrichten die ganze Zeit. Okay. So, was haben wir hier? Hier drin haben wir... Tom! Hi, Tom! Na? Wenn du eine Delikatesse findest, bring sie mir. Das mache ich. So. Und übrigens, beim letzten Durchspiel ist mir noch was aufgefallen. Und zwar, dass wir in Seeheim noch unbedingt nochmal mit Jürgen sprechen müssen. So, hier gehen wir nochmal gerade die ganzen Fotos ab. Und das mache ich. Wenn ich schöne Dörfer und Städte finde, gehe ich bestimmt Bescheid. So. Hier bei der Lotterie kann man wohl auch eine Waffe gewinnen, aber ich beim letzten Aufnahmeversuch stand ich hier die ganze Zeit davor und ich habe die ganze Zeit irgendeinen Stuff bekommen, den ich schon sowieso habe. Na, egal. Ich frage es mit Fassung, solche Dinge passieren im Leben. Was für Dinge? Was soll ich mit Fassung tragen? Ich habe keine Ahnung, wovon der Typ da redet. Und du sagst, hey, ich möchte wieder reden. Ja, ich sag so groß, dass kein Platz im Jong ist. Ach Quatsch, hier ist doch genug Platz. Hier, kannst du mal schon diese Büsche laufen. Yay! Yeah. Seh mich an, ich laufe um die Büsche rum. So, Hotel. Ich glaube, hier stand auch Heinz. Und mit dem guten Mancho wollte ich auch mal gerade sprechen. Hi, du bist doch Heinz, ne? Hi, Heinz. Ich bin Heinz, ich bin irgendwie ein Städte. Ja, das ist völlig normal. Wie es weitergeht, entzieht sich meiner Kenntnis. Gut, haben wir von dem guten Heinz auch die Bestätigung bekommen, dass hier im Zimmer keiner drin ist. Nee, dass die Stadt sich vollends weiterentwickelt hat. Vollständig entwickelt hat. Und dass wir hier nichts mehr machen können. Eines Tages werde ich es packen. Ich bin mir das ganz sicher. Ihr flotter Tanz und mein Gitarrensound werden uns berühmt machen. Sicher. Ich glaube an euch, Kumpels. So, was haben wir hier unten? Hier haben wir einen Typen. Sieht aus den Abenteurer. Wenn eine Stadt wächst, verlieren auch die Menschen. Verlieren die Menschen auch etwas Freiraum. Dasselbe gilt für Tiere. Auch sie leiden unter der Größe der Stadt. Sind das die Nachteile, die der Fortschritt mit sich bringt? Oh mein Gott, sei doch nicht so negativ eingestellt. Okay, du bist wer? Ich habe keine Ahnung, aber du sagst folgendes. Die Freunde, die das Lebewesen, wirst du durch also angeschränkt. Ich kam hierher, um mehr über die Berita zu erfahren. Okay. Dann haben wir es auch erklärt. Und wir gucken uns dann nochmal gerade im Nachbarhaus um. Wir speichern nochmal gerade ab, Leute. Haben wir es eigentlich nicht letzte Folge schon irgendwie ein, zwei Mal gemacht? Ich glaube schon, aber egal. Man kann nie oft genug abspeichern. Mhm. So, dann haben wir hier drüben noch folgendes. Einen Laden und einen Magier. Und eine Frau, die hier im Foyer steht. Wusstest du das? Waffen und Rüstungen, die dein Glück erhöhen, verhindern Treffer. Sie erhöhen auch deine Magie. Das lohnt sich. Jo, das glaube ich. Und hier haben wir einen Waffenladen. Willkommen, wie kann ich helfen? Du hast nur irgendwie Schrott... Oh, hier haben wir eine, die um 3 Punkte besser ist. Aber ich glaube, im nächsten Dungeon bekommen wir eine, die noch besser ist. Die mindestens genauso gut ist. So, du sagst, wenn es kauft, fliegt raus. Und was hast du im Angebot? Haufen Schrott. Oh. Eine Rüstung, die um 5 Punkte besser ist. Aber ich glaube, die bekommen wir auch im nächsten Dungeon. Ich kann mir das Geld eigentlich sparen. Und hier haben wir einen weiteren Markt. Ja, kennt ihr diesen Zeitgenossen noch, Leute? Dumba der Königsvogel, der König aller Königsvögel. Sitzt jetzt im Käfig hinter Gittern. Mann. Hat der Typ ja gerade geraucht? Moment mal gerade. Ja, da raucht. Los, sein Mist, ja, will diesen Vogel kaufen. Hey, Kumpel. Wir sind Vogel kaufen wir ein prima Hündchen. Für 5000 Taler, oh mein Gott. Gute Idee. Ja, ich helfe mal unserem Kumpel. Ich liebe Vögel. Ich werde zahlen, aber du musst ihn befreien. Cool, mach damit, was du willst. Hauptsache, du bezahlst. Ich werde den Vogel wieder befreien. Mensch.
Ja, dann besuchen wir unseren Kumpel später nochmal. Und, ja, ich hoffe mal, da gibt es eine ziemlich knorkige Belohnung. Und hier haben wir Magier. Hi Magier! So, ich glaube, da hat momentan alle Zauber, die man kaufen kann. Aber kein Interesse momentan. Nee, wirklich nicht. So, was haben wir hier? Hier haben wir noch einen richtigen Laden. Willkommen, wie kann ich helfen? Stuff. Oh, hier, das kann sehr nützlich werden. Das ist ein Weihwasser und es hilft gegen Flüche. Habe ich mich inzwischen informiert. So, dann kaufen wir gleich 9 Stück von. Und verschwinden gleich wieder. So, diese. Wie viel 100 Taler hat das jetzt gekostet? Ich glaube, ich habe jetzt nicht drauf geachtet. Auf jeden Fall war es eine gute Investition. So, dann haben wir hier noch ein letztes Gebäude und zwar die Kneipe. Danke an Mutter, treibt mir die Tränen in die Augen. Ach, Mutti hat jetzt die Kneipe gekauft, um mich besser im Auge zu behalten. Besitzer wollte sich zur Ruhe setzen, das war meine Chance. Jetzt kann ich in diesem vollen Zeit besser im Auge behalten. Das war ein fabelhaft, das muss ich allen meinen Freunden erzählen. Okay, ja, tut mir leid, Kumpel, du musst jetzt wohl eine neue Kneipe suchen. Such dir am besten aus Taverne. Okay. So, und das war auch jetzt Liberita. Und wie gesagt, ich wollte mal ganz, ganz fix nach Seeheim und nochmal kurz mit Jürgen quatschen. Denn, wie gesagt, mit dem habe ich noch ein Hühnchen zu rupfen. Nicht ganz Hühnchen zu rupfen, aber pass mal auf, Leute. Wir helfen nur mal kurz. Ich habe deinen Rat befolgt, aber irgendwas fehlt noch. Hast du eine Idee? Ja, mach eine Soße dazu. Warum machst du nicht eine Soße dazu? Soße? Gute Idee, das wollte ich probieren. Okay. So, dann lass ihn mal kurz seine Soße dazu machen. Und er sagt doch folgendes. Ich habe ein paar Würste kleingeschnitten und fertig war es. Mein Würstelgulasch ist sehr beliebt. Komisch. Sehr nice. Jetzt hat der gute Mann sein eigenes Würstelgulasch. Und weiter weiß ich jetzt auch nicht mehr, was jetzt passiert. Ich hoffe mal, Seeheim wird sich weiterentwickeln. Jetzt, da wir den guten Jürgen auch geholfen haben. Fragen wir kurz Heinz nochmal. Der steht ja hier auch um die Ecke. Hi Heinz. Ich heiße Heinz. Wachstumsrate dieser Stadt beträgt im Moment 10%. Okay, das ist immer noch nicht gerade viel. Aber okay. Das Problem ist, ich habe mich auch inzwischen schlau gemacht und Seeheim, die Goldküste kann sich dann auch nur weiterentwickeln, also vollständig weiterentwickeln, wenn wir Seeheim weiterentwickeln lassen. Also Seeheim braucht quasi den nächsten Schritt zur Weiterentwicklung, damit sich auch die Goldküste weiterentwickeln kann. Das Problem ist jetzt nur, wie entwickelt sich Seeheim weiter? Naja, egal. Wir geben erstmal in Goldküsse die Landebahnskizzen ab, die uns Will das letzte Mal gegeben hat. Denn diese Landebahnskizzen sollten den Goldküstianern doch wohl hoffentlich sehr behilflich sein. Denn die brauchen ja neue, unbedingt mehr Touristen in ihrer kleinen Stadt da. Und mit einem Flugzeug sollte das eigentlich kein Problem sein. So, hi Freunde, na? So, gucken wir mal im Bürgermeisterhaus, nicht Bürgermeistermaus. Wow. Bürgermeistermaus, genau. Das Bürgermeisterhaus nach. Und ja, wie ihr sagt, Matthias, genau. Dann einmal die Landebahnskizzen auswählen. Helmet. Und einmal rüberreichen. Was hast du da? Sag es mir, ich muss es wissen. Kann man damit Landeplätze für die Flugmaschinen bauen? Wir reden gerade über die Möglichkeiten, die Stadt attraktiver zu machen. Können wir die Skizzen haben? Ja, sicher doch. Natürlich, das ist ganz im Sinne desjenigen, der mir die Skizzen gab. Aqua gibt die Landebahnskizzen. Total episch. Großartig. Auf diese Weise werden uns mehr Leute besuchen. Wir werden sofort mit den Bauarbeiten beginnen. Tut das mal, Kinders, tu das mal. So, und jetzt haben wir, glaube ich, auch alles erledigt, was wir an der Goldküste erledigen können. Moment. Halt, stopp. gehen wir mal kurz hier rüber zum Reisebüro und... Moment. Ich weiß nicht, haben wir hier schon
da bla 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 bla. Haben hier schon hier die ganzen Fotos abgegeben? Ich weiß es nicht, aber wir haben genug Fotos, um die nochmal abzugeben. Lieber Rita, sag uns eine nette Dauerhandstelle findest. Das mache ich. So. Und somit haben wir auch erstmal alles in Goldküste erledigt, was man erledigen kann. Und hier ist auch noch was. Cool. Sehr schön. Haben wir doch noch irgendwas gefunden, was eine Kiste beherbergt. Und diese Kiste beherbergt wiederum folgendes, nämlich 892 Taler. Oh yeah. Sehr schön. So, und ich würde sagen, da wir diese Folge hauptsächlich uns Liberita nur angeguckt haben, in Klammern nur angeguckt haben, dann würde ich mal sagen, dass wir nochmal ein bisschen überziehen heute. Und wir gucken uns heute dann noch schnell die nächste Stadt an, in der wir noch nicht waren. Schippern wir einfach mal kurz dahin. Nee, eine Seefahrt, die ist lustig, eine Seefahrt, die ist schön, ja, da kann man immer so tolle Sachen sehen und ich habe den Text vergessen, ich weiß nicht mehr, wie es weitergeht, aber egal. So. Mir fällt gerade ein, hätten wir vielleicht auch ein Lotto, vielleicht Bilder machen können und die im Reisbuch abgeben können? Es ist auch egal. Dann einmal, liebe Rita, verlassen. Und auf zur Landebahn, oder zur Startbahn in dem Fall. Sehr hat sich übrigens immer noch nicht weiterentwickelt. Ha, schade. Okay, starte die Motoren. Und dabei singen wir jetzt. Über den Wolken muss die Freiheit wohl grenzenlos sein. Alle Ängste, alle Sorgen, sagt man, bleiben darunter verborgen. Und dann... weiter weiß ich den Text nicht mehr. Ich muss mich gerade hier drauf konzentrieren. Wo war die Landebahn? Wo war die Landebahn? Die Landebahn war hier. Sehr schön. Okay, dann müssen wir sinken, genau. Und jetzt einmal zur Landung ansetzen. Yay! Sehr schön. So Leute, da ist mir gerade nochmal die Platte vollgelaufen. Hab jetzt nochmal ein bisschen freien Platz gemacht. Und ja, wir gehen nochmal kurz hier rüber. In das mysteriöse Dorf mit dem ominösen Namen Tempel. Eigentlich heißt es Devota, aber okay, hier wird es als Tempel dargestellt. Und dann gehen wir... oh mein Gott, es sind diese Geister aus Zelda 2. Diese Wisrobes, wie die auch mal hießen. Ja, ja, ist übrigens ein sehr, sehr toller Tempel, das einfach nur aus ein paar Häusern besteht. Und einer großen Wand mit einem großen Bild von einem großen Typen. Ha, kannst du mir das darüber erzählen? Beruga ist unser Erlöser. Beruga wird die gesamte Welt von ihrer Falschheit befreien. Okay. Wenn du mehr wissen willst, suche den Tempel seiner Jünger auf. Dort wird sich dir Berugas Macht offenbaren. Okay, ihr Typen sind ein bisschen suspekt, ihr... Diese komische Sekte hier. Oh mein Gott. Wo bin ich nur hier gelandet? Naja. Okay, Leute. Ich würde mal mal vorschlagen. Wir sehen uns dann hier in der nächsten Folge wieder. Ja, und erkunden dann das restliche Devota. Und ich würde mal sagen, du bist auch wieder ein bisschen mehr Action-Zeit. Dann kümmern wir uns nämlich auch um den nächsten Dungeon. Alles klar, Leute. Ich hoffe, ihr habt auch für diese Folge wieder Spaß gehabt. Ich auf jeden Fall. Und deswegen würde ich mal sagen, ciao, Leute. Das war's mal für heute. Bis zum nächsten Mal. Ciao, euer Martin. Tschüss, Kassel, Genasse. Bis dahin.